Schönen guten Morgen, Fußballfreunde, FM 17 Zeit, Sonntagmorgen, schön noch Frühstückszeit eigentlich, aber wir sind dran, wir müssen weitermachen. Genau da am besten, wo wir aufgehört haben, nämlich mit einem Sieg, ey, das war ein richtig grandioses Spiel. Erstes Spiel des Jahres hier gewesen und vor allem erstes Spiel für unsere Neuzugänge. Wir haben neue Leute geholt, Pasiov, dem habe ich direkt ein Bild verpasst nach der krassen Leistung. Ein Spiel, drei Tore, wunderbar. Gomik hat ein Spiel bekommen, ein Spielerbild bekommen von Presser. Vielen Dank dafür, Presser. Mir ist aufgefallen, am Rand waren noch so links und rechts ein paar Sachen. So Überstände, die habe ich weggemacht. Ansonsten finde ich es ganz gut, das Spielerbild. Vielleicht gehe ich nochmal mit dem Weichzeichner drüber, aber fürs Erste reicht's. Sehr cool, danke sehr dafür. Und der liebe Graue Saut hatte angeboten, für den Marcel Schlosser noch ein Spielerbild eventuell zu machen. Wäre super, dann muss ich mich damit nicht rumschlagen, weil ich bin jetzt auch nicht der größte und beste Spielerbildermacher. Ja, ihr habt genau das gesagt, was ich auch empfunden habe, weil letzte Mal. Und zwar, dass es einfach ein richtig geiles Spiel war, ey. Also da nochmal so zurückzukommen nach... das fand ich echt krass, ey. So krass, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, was ich hier machen wollte. Doch, ich wollte hier noch die Abwehrarbeit reinmachen. Die ist nämlich wieder auf 4 runtergegangen und wir haben noch zwei Möglichkeiten, unsere Tage hier zu bespielen, zu trainieren. Nehmen wir nämlich dann mit. Ja, ansonsten haben wir jetzt im Moment gar nicht so viel zu tun, was man noch gucken könnte. Jetzt haben wir aber wieder Minusgehälter, ob man Verträge verlängert bekommt. Gucken wir mal, wen wir da überhaupt so haben, wer sich lohnen würde. Schon die Frage hier, ne? Also so ein Lose, wie gesagt, würde ich gerne verlängern. Der hat aber letztens da ja schon gesagt, erstmal nicht. Latkowski würde auch Sinn machen, aber auch jetzt erstmal nicht. Katric, 52, keine Ahnung, ey. Mit 22 ist er noch jemand, wo man sagen kann, warum geht das denn nicht? Was ist denn hier los? Hä? Warum ist das denn grau unterlegt? Ist das nur... Ach ja, der ist ja ausgeliehen. Okay, alles klar. Bin noch im Bett, ey. Sonntagmorgen, wie gesagt. Da geht noch nicht immer alles so, wie es soll. Strickmann auch. Dem würde ich mich gerne ein... Ich bin so ein Fetischist, was Posten am Vereinskarriere... also Vereinsposten am Karriereende angeht. Und dem würde ich gerne so einen Jahresvertrag geben mit Posten am Ende. Dass er dann in den Verein wechselt mit einer anderen Option, mit einem anderen Job. Würde ich gern machen, hat aber keinen Bock zu im Moment. Wir gucken hier noch beim Twirdi, ob wir ihn irgendwie hinbekommen. Ich meine, wir kriegen keine krassen Ablösesummen. Das heißt, wir können hier ruhig überall 10% einsetzen. Ey, das macht ja gar nichts. Wenn wir dafür zum Beispiel, schaut mal, könnten wir sogar sparen hier. Und er guckt sich das zumindest mal an. Also wir können trotz dem Minus im Gehaltsbudget versuchen, hier Verträge zu verlängern. Batterio wäre meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, weil er jung ist. Hat jetzt auch kein krasses... Oh, vor allem ist hier jemand interessiert. Wattenscheid ist an ihm interessiert. Was ist denn da los? Da müssen wir gucken. Abstieg kannst du für 100% gehen. Ich glaube, das bringt was, oder? 100%, ja. Für Spieler, keine Gehaltskürzung und bei Verkauf nochmal 10%. Das ist schon mal akzeptabel für ihn. Ich glaube, wenn da jemand interessiert ist, müssen wir auch so akzeptable Sachen fast schon machen. Angebot unterbreiten. Ja, im Moment können wir ihm kein Angebot unterbreiten, weil wir dafür kein Geld haben. Könnte jetzt bitter werden, wenn sich zum Beispiel eben Wattenscheid hier... Ja, genau. Manager Farad Toku, der Farad, möchte gerne mit wegen eines ablösenfreien Transfers mit Stipe Batterio mit ihnen sprechen. Wir verhandeln mal mit ihm, also wir treffen uns mit ihm, aber ich sage ihm direkt beim Essen, nö. Weil junger Spieler und so, Zukunft, unsere Jugend ist nicht so krass geil, wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten, neue Spieler zu kaufen, von daher müssen wir jemanden wie einen Batterillo behalten auf jeden Fall. Viertelfinale DFB-Pokal, was haben wir hier? Gladbach gewinnt gegen Köln. Berlin gegen Eintracht Frankfurt. St. Pauli. Oh, St. Pauli ist jetzt im Halbfinale. Ja, krasse Leistung von denen. Gewinnt im Elfmeterschießen gegen Schalke. Und Hamburg gewinnt gegen Stuttgart. Also,
gute Leistung. Generell hier interessant, wer da so weitergekommen ist, ne? Halbfinale, die Ziehung steht an, aber es sind dann nicht mehr die großen 4, 5, die man sich da so normalerweise vorstellt. Okay, Twier, die hat schon mal auch abgelehnt. Mirko Born verlängert seinen Vertrag. Roman Weidenfeller verlängert seinen Vertrag. Okay. Spiel steht an. Spieltag. Daheim. Gegen Tabellennachbarn Schalke. Die sind aber deutlich besser. 50 Punkte. Im Moment hier eigentlich Stärketechnik Nummer 1 in der Liga. Wird spannend. Ist auch das Topspiel heute. 5. gegen 6. Weiteres Topspiel Viktoria Köln gegen Aachen und Bonn gegen Essen. Boah, bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Wir gehen natürlich so ins Spiel, wie wir das letzte aufgehört haben. Also da gibt es überhaupt gar keinen Grund, hier irgendwas zu verändern. Bei der Leistung, auch wenn hier Leute wie Gomik echt eine bescheidene Note mit nach Hause gebracht haben, das machen wir trotzdem. Also das war schon erste Sahne, ey. Ein richtig, richtig geiles Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch nochmal so kommt. Komm, mit ihm können wir doch sagen, in Topform. Du bist ja erst gerade hier. Ja, ein Formpunkt dazu. Schule deinen schwachen Fuß. Nehmen wir auch noch die Form mit für dich. Können wir jetzt gegen Schalke alles gebrauchen. Super letztes Spiel auf jeden Fall. 5 Moralpunkte. Batterio, sagen wir mal, ich möchte die Verlängerung anbieten. In Ordnung, ich erwarte in Kürze ein Angebot. Da muss aber auch direkt was kommen, sonst brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Gibt Stiepe zu verstehen, dass sie jetzt am Zug sind. Ja, das machen wir da auch. Der hört sich gut für dein Alter, können wir ihm hier sagen. Zustand bleibt unverändert, okay. Du hast gut trainiert hier, Rogowski. Kadric. Nix Tolles. Er hier hat gut trainiert. Ja, gestern, Bundesliga habt ihr verfolgt. Bayern jetzt 10 Punkte vor Leipzig. Und ja, ich habe Dortmund geguckt. War ein echt geiles Spiel gegen Berlin von beiden Mannschaften. Richtig cool. Als Dortmund-Fan natürlich nicht cool, dass sie verloren haben. Aber das Spiel hat Spaß gemacht. Echt Laune. Es war einfach schön. Sowas mag ich. So Sachen. Man kann ja mal Spiele verlieren, ist halt so, ne? Man kann nicht alles gewinnen. Wenn man alles gewinnen will und muss, dann muss man halt nach Bayern gehen. Von daher bin ich da jetzt nicht sauer. Ich bin eher sauer, wenn die spielen wie Scheiße. Und das war gestern nicht der Fall. Das war von beiden Mannschaften echt ein geiles Spiel, muss ich sagen. Okay, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Was geht hier? Weidenfeller verlängert. Haben wir höchster Formgewinn. Okay. Das haben wir eigentlich schon alles mitbekommen unterwegs. Eieiei. So, alle wach. Guten Morgen, hallo. FIFA Fußballmanager 2017 am Start. Ich bin der Gary, ihr guckt mir zu. Ich habe euch gerade wach genossen. Wach genießt. Egal, ihr seid jetzt wach genossen. wir starten ein Spiel. Unsere Saison ist bisher ganz gut. Es wird hier kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir gehen hier drauf. Wir zeigen den Schalkern, dass wir Bock haben. Nach diesem letzten Spiel unbedingt noch hier nachzulegen. Wenn wir nachlegen würden, könnten wir hier an Schalke auf jeden Fall vorbeiziehen. Felix Schröter mit einer klaren Schwalbe. Marco Flach entscheidet, der noch auf Freistoß verwarnt. Spinnrad auch noch. Der schüttelt nur den Kopf, ja. Und jetzt gibt es durch den Freistoß von Ben Taleb. Kommt voll aufs Tor. Weke riskiert Kopf und Kragen. Hat den Ball. Sehr schön. Das ist auch hier fast schon Wettbewerbsverzerrung, ey. So ein Ben Taleb hier spielen zu lassen, ey. Der hat hier eine 80 angezeigt. Ob er den jetzt genauso hat, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall vorne. Schlosser leider den Ball nicht richtig getroffen. Ja, Schlosser und Gomik, die könnten noch eine Schippe drauflegen. Bei Passioff wird schwierig. Also der hat echt da, wie gesagt, ein krasses Spiel abgeliefert. Schlosser mit der Ecke. Alexander Nübel kennt da weder Freund noch Feind. Holt den Ball aus der Luft. 12. Minute. Wir haben zumindest hier auch schon zwei Möglichkeiten gehabt. Und ja, das kann man mit leben gegen Schalke, die hier jetzt sich eine Gelbe abholen, weil der Jan Fieser, der Fiese, sich da opfert quasi und ein taktisches Foul unterbindet. Also einen Angriff mit einem taktischen Foul unterbindet. Ecke von links, Schalke, Nabil Bentaleb bringt das Leder zu
Hadji Wright, der ist ja auch über unserem Ding. Und ah, platziert in die Ecke einköpft. Okay. 1-0 Schalke. Und das ist dann hier auch die individuelle Klasse, die da rauskommt. Hadji Wright steht ja bei uns auch auf der Blickfeld-Ecke. Hadji Wright kommt jetzt auch noch nach einem Konter zum Abschluss, schießt aber aus 16 Metern. Ein gutes Stück am linken Pfosten vorbei. Schalke jetzt hier im Vordermarsch. Vielleicht muss ich doch mal sagen, geht drauf, nicht nach vorne laufen. Legt zurück der Hadji Wright auf Kevin Scheithauer. Der bisschen zu spät. Und Weke ist da. Unsere Noten hinten sehen eigentlich ganz okay aus. Da treffen wir gerade auch. Spinnrad wird im nächsten Spiel gelb gesperrt fehlen. Schlosser mit einer Ecke von links Richtung Elfmeterpunkt. Heute Alexander Nübel kommt nicht entschieden genug raus. Hat aber Glück, der Spinnrad-Kopfball. Da hätte er die gelbe Karte fast wieder gut gemacht. Mit dem Tor. Aber wir sind dran. Oliver Zech spielt um den Bruchteil einer Sekunde zu spät auf Pasiow, der leider im Abseits steht. Egal, Wiedenbrück spielt schnell nach vorne und schnörkellos vor allem über Strickmann mit Volkmar. Der marschiert zur Grundlinie, flankt nach innen im Zentrum. Zech am höchsten, verpasst das Tor aber knapp. Ja, ich habe ein Wochenende hinter mir mit... Boah, nein, scheiße, ey. Riesenchance für Schalke, Bentaleb auf Schröter, der trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert kann er die Kugel dennoch irgendwie dann doch nach schießen und stoppen. Scheitert aber an dem Flachschuss. Glanztat Marius Wicke. Ich habe ein relativ anstrengendes Wochenende hinter mir. Nicht vom Arbeiten her, aber so jeden Abend irgendwie lange wach geblieben. Großen FIFA-Abend am Freitag gemacht. Gestern 30er Geburtstag von einem Kumpel. Bin ein bisschen nass noch im Kopf auf jeden Fall. Genau wie meine Spieler, die nämlich jetzt hier 1-0 hinten liegen. Lose hat ein echt scheiß Spiel hier gemacht. Dann würde ich auch sagen, kommt Lose mal raus und wir bringen wen neuer Junges, und zwar bringen wir Katrich. Mit nur 5 brauche ich gar nicht weiterspielen hier. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch wirklich unbedingt drehen können. Ich habe keine Lust, Anlagepunkte zu verlieren. Vor allen Dingen, weil das dann auch sich immer negativ auf die Mannschaft auswirkt, wenn dann so eine 2-Sterne-Ansprache einfach nicht klappt. Deshalb lasse ich das. Aber wir wollen trotzdem noch versuchen, hier mit ein bisschen mehr Pressing und vielleicht noch Strickmann als Spielmacher. Der hat es ja eigentlich immer ganz gut gemacht. Flanke jetzt von links. Andreas Gomik. Carsten Strickmann tauft auf einmal frei vor den Nübel auf. Scheitert per Kopf am gut reagierenden Alexander Nübel mit einer Glanztat hier. Der junge Bursche. Mei, mei, mei. Da haben wir doch hier Carsten Strickmann direkt am Start. Gerade gesagt, werd mal Spielmacher bei uns. Und zack, hat er die Großchance. Aber jetzt auch eine Chance für Schalke. Und sie machen das Tor. Nein. Tor, aber Abseits. Marco Flach pfeift übrigens das Spiel vor 1600 Leuten. Flache Reingabe von Ben Taleb. Marius Wege kann die abfangen. Kein Problem. Ich glaube, 1600 Leute ist schon mit einer unserer bestbesuchtesten Partien. Strickmann spielt ab. Pasiow zieht ab. Und schon wieder Nübel mit einer tollen Parade. Der hat doch bestimmt auch eine 1. Nee, hat er nicht. Aber jetzt die zweite Glanztat von ihm. Mensch, Mensch, Mensch. Tilo Kehrer, den kennen wir noch aus, den kenne ich aus Grauersauz. Gameplay-Videos und kann ich nur empfehlen. Grauer Saut gucke ich mir im Moment an. Wollte danach mal gucken, wen ich mir sonst noch gebe. Aber erstmal da die 130 Folgen von Grauer Saut aufholen. Bin jetzt glaube ich bei 107 oder so, also komme langsam zum Ende oder zumindest zum Aufholen der Serie. Aufholen müssen wir hier auch gegen Schalke. Und zwar über Schlosser, bringt den Ball in die Mitte. Nübel! Da macht er einen krassen Fehler, der Nübel. Nach 2 Glanzparaden verschätzt er sich hier bei der Flanke. Ja, also ich glaube, es war eine Flanke. Auf jeden Fall, oder nein, der Torwart hat mit der Flanke gerechnet. Und ja, der senkt sich einfach hinten rein. 1-1, ja, Ast rein, ey. Hadji Wright sucht aber jetzt das Tor. Nimmt eine flache Hereingabe von Sascha Doom direkt an. Jagt, wenn auch nur knapp, die Kugel über den Kasten. Ja, geil, ey. Riesenchance jetzt, Schalke, Flanke von Sascha Doom, kommt hoch, Felix Schröter kopft über dem Wege hinweg,
Aber Sebastian Spinnran ist da, klappt ihn da von der Linie. Hallo, sehr stark, wunderbar. Geht drauf, Jungs, geil, ey. Fisch, das ist noch besser als ein Tor. Manchmal. Also, Mensch, sehr gut, Spinnrad. Schöne Kombination von Schalke. Jan Fieser zu Sivo Dedov, der zu Doom. Flankt in den Strafraum. Lauretta hat aufgepasst. Klärt zur Ecke. Die wird wieder Bentaleb treten, so wie ich das jetzt hier so verfolgt habe. Nein, doch nicht. Sivo Dedov. Felix Schröter und Spinnrad steigen zum Kopfballduell hoch. Und Spinnrad kann sich da durchsetzen. Spinnrad hat sich hier richtig gut gefangen. Der war in der Halbzeit eigentlich ein Kandidat für mich zum Auswechseln wegen der gelben Karte und nach 4. Aber jetzt hier, alter Falter, können wir uns bei ihm bedanken. Ganz stark, mein Freund, ganz stark. Viertelstunde haben wir noch. Und ich bin mit einem 1-1 hier total zufrieden, wenn das so bleibt. Wir müssen jetzt aufpassen. Sascha Doom und Hachi Wright lassen die linke Seite der Wiedenbrücker Abwehr schlecht aussehen. In der Mitte kann Kevin Scheithauer aber nicht zum Kopfball kommen. Sehr gut. Jungs, weiter so, ey. Dieses 1-1 hier mit nach Hause nehmen, bitte. Ah, verschnupft. Wenig geschlafen. Ah, richtiger Gammelsonntag. Draußen ist geiles Wetter. Ich gucke mir heute Nachmittag noch Logan an. Es wird ein richtig schöner Gammelsonntag. Wird nichts gemacht zur Arbeit, ey. Können mich mal. Gehe ich morgen hin, reicht schon. Ist genug. Meine Anwesenheit da. Nein, nein, ich gehe gerne arbeiten, aber ey, heute ist Schicht im Schacht. Ja, sehr schönes Spiel eigentlich. Die Noten durchwachsen, aber 1-1 gegen Schalke. Das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen und sich drüber freuen. Sprockhövel verliert gegen Wattenscheid 0-1. Köln gegen Aachen 1-1. Oberhausen, Fortuna Düsseldorf 1-0 Oberhausen. Köln gegen Wuppertal 3-0. Bonn verliert zu Hause 1-3 gegen Essen. Oh, Dortmund 5-1 gegen Aalen. Wer hat denn hier die Buden gemacht? Eberwein, Wesse, Eberwein. Oder die zwei haben es mal ja gerockt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Was ist denn hier mit unserem, mit dem Typen, der die alle, ne? Der diese ganzen Tore da über den schießt. Ist der verletzt jetzt? Zweite Mannschaft im Moment? Ich sehe ihn gar nirgendwo. Oder ist der vielleicht in die erste hochgezogen worden? Wie ist er denn? Ja, wo ist er denn? Nö, ich sehe ihn nicht. Wie ist er denn hier? Der Al-Gadoui. Mal nach Name sortieren. Ach doch, hier. Ja, verletzt ist er. Ja, okay. Oder noch angeschlagen. Na, bitter. 15 Einsätze, 17 Tore und dann verletzt. Schade für ihn. Hoffen wir, dass er wieder fit wird. Aber die Dortmund haben ja andere Leute, die hier offensichtlich Tore schießen. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Gladbacher 4-1 gegen Siegen und dann noch Rödinghausen 3-0 zu Hause gegen Werl. Wie sieht's hier aus in der Tabelle? Also Sprockhövel macht auf jeden Fall einen Abgang. Das kriegen die nicht mehr gebacken, glaube ich. Der Rest ist hier unten doch ein bisschen enger beisammen. Siegen und Aalen können es noch locker schaffen, müssen sich aber jetzt mal ranhalten. Oben Dortmund steigt auf, also da brennt nichts mehr an. Gucken wir mal hier. Team des Tages, keiner von uns dabei. Die zwei Dortmunder vorne drin. Hätte ich auch mitgenommen, auf jeden Fall. Keine Veränderung in der Torjägerliste da oben. Alles klar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wer noch hier so wechselt. Ablösefrei. Aha, aha, aha. Simon Terode von Stuttgart nach Wolfsburg. Ablösefrei. Christian Fuchs für 5 Millionen von Leicester nach PSG. Ja, okay. KK wird von Dortmund beobachtet. Habe ich schon letztens schon mal geguckt, glaube ich. Trainerkarussell. Kickers Offenbach sortieren auch schon zum zweiten Mal auf. Kicken den Carsten Behron raus und stellen Sebastian Deißler ein. Hallo, Sebastian. Willkommen zurück auf der großen Bühne des Fußballs in Offenbach. Hoffentlich wirst du da glücklich, mein Freund. Es war ja damals auch so traurig, ne? Mit Deißler, Depressionen und so. Also, das erinnere ich mich auch noch dran. Das war schon übel. Und ja, also ich wünsche ihm, dass er da klarkommt auf jeden Fall. Dass er Fuß fasst. Also nicht nur hier im Spiel logischerweise, sondern generell. Und ja, wir machen mal wieder schönere Themen. Und zwar gucken wir uns an, was hier der Scout mit nach Hause gebracht hat. Der kann mal noch weiter hier in Österreich unterwegs sein und gucken.
Was haben wir denn hier für Bekanntheitsleute? 10 dabei. Ja, Schalker-Leute, okay. Wer ist denn das hier eigentlich? Was ist das hier? Der ist doch. Der sieht doch gar nicht schlecht aus. Der Thomas Krötgard. Aber ich sag mal so, der wird für uns ja nichts sein hier mit LV und RV, hier 70 und 60. Der sagt ja mal gute Nacht. Ja. Beziehungsweise der Verein sagt gute Nacht. Die Orts BK will den Spieler nicht abgeben im Moment. Ja, dann nehmen wir den einfach mal mit ins Blickfeld hier. Das könnte doch in der Zukunft was werden. Vielleicht können wir da irgendwie was arrangieren. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, vielen Dank nochmal für eure Kommentare auf jeden Fall, die ihr da so dagelassen habt. Hat mich sehr gefreut. Und wir haben noch einige Jugendspieler zu vergeben, aber ganz ehrlich haben wir eigentlich auch nur Kacktypen, ey. Ich hoffe, in der zweiten Mannschaft im nächsten Jahr können die sich ein bisschen entwickeln. Aber ich lasse die auch, glaube ich, noch so lang wie möglich hier im Jugendkader drin, oder? Wie seht ihr das? Ich meine, jetzt im Moment haben wir eh kein Geld für Gehälter. Aber wie seht ihr das? Sollen wir die Jungs am Ende der Saison oder gegen Ende der Saison hochholen? Darf ich jetzt hier so andere Leute ziehen lassen? Wenn wir nochmal auf die Verträge gucken. Vertragsende. Also hier ganz ehrlich, so ein Hötting und so ein Stojanovic, die können ganz nach Hause gehen einfach. Pool meiner Meinung nach auch. Rogowski hört eh auf. Also da kriegen wir auf jeden Fall einige Plätze frei. Ljuboja kann auch gehen, ey, brauchen wir auch nicht, 43. Ja. Ist dann die Frage, ob wir dann dafür mal Spieler hochholen, Junge, von uns. Ich würde sagen, ja, ihr überlegt mal, guckt mal rein in euren Kopf, was der so sagt. Und wir gucken mal noch rein ins Training, was das so sagt. Wir haben wieder zwei Möglichkeiten frei. Die Abwehr geht gerade runter hier, okay. Taktik, da müssen wir nochmal hier Trainerassistenz machen. Taktik, Abwehr und Fitness. Mal hier wieder so, keine Ahnung, 12 mal Abwehr und der Rest hier Fitness. Trainingsplan, zack, 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 zack. Und dann machen wir das gleiche noch in der zweiten Gruppe. Trainingsassistent. Abwehr, da, ganz oben. Nicht gesehen. 12 auch hier und 9 bzw. den Rest hier. Zack, zack, zack. Ja. Haben wir das auch schon wieder? Torwart, das vergesse ich auch immer hier. Dass die Torhüter irgendwie auch jede Woche noch zwei Plätze frei haben. Da könnte man eigentlich jedes Mal hier individuelles Training reinkloppen. Und haben wir noch irgendwas, was wir machen könnten? Wir könnten mal bei Fans reingucken. Vertrag von Spinnrad muss unbedingt verlängert werden. Ja, das sehe ich auch so, Leonie. Lenken die Jugendspieler die Profis nicht beim Training ab? Naja, sind ja keine 18-jährigen Damen mit leicht bekleideten Oberteilen. Also warum sollten die... Nee, nö. Immer, nö. Unsere neuen Spieler dürfen nicht müde werden, auch keine Fehler... Dürfen nicht müde werden und auch keine Fehler begehen. Ja, was bist du denn einer, Sandro aus Bielefeld? Bielefeld gibt's doch gar nicht, ey. Also hör mal auf mit so... Natürlich dürfen die Fehler machen, ist doch normal, aber... Mein Gott, was ist los mit dir, ey? Ich möchte mich hiermit für die Verpflichtung von Chris Kenny aussprechen. Alles klar. Carsten Strickmann ist unser beliebtester Spieler. Und ja, wir waren auf jeden Fall sehr optimistisch, unsere Fans. Der Sieg gegen Schalke, 96%. Wir könnten mal hier 100 Freikarten jeden Tag hier raushauen. Guck mal, Fanbasis haben wir 2000 und wir waren jetzt hier, wo war das nochmal, bei Stadion? Wenn wir uns das angucken? Nee. Bei Kartenverkauf? Alter, ich bin so schlecht bei sowas, gibt's doch gar nicht. Finanzstatus? Zusammenfassung? Wo war das denn jetzt schon wieder, ey? Ich will da einfach nur... gucken, wie viele Leute da waren. Stadion Neubau. Ist doch auch Quatsch hier. Infrastruktur. Ja, nee. Ah, doch, hier war es, doch. Oh mein Gott, ey. Gucken wir mal hier. Gegen Schalke waren 1600 Leute da. Und hier waren sogar 2400 da. Also mehr, als wir an Basis eigentlich haben. Wir machen aber einfach Verluste. Das ist schon schwierig, ey. Guckt euch mal an. Die Freundschaftsspiele sollte ich vielleicht auch einfach nicht im Stadion, sondern auf dem Trainingsplatz oder sowas machen.
wenn nicht so verkehrt. Und ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen, dass wir nicht so Verluste fahren. Keine Ahnung, ey. Das ist einfach irgendwie schwierig. Naja gut, schwierig und fürs nächste Mal würde ich sagen. Nächstes Mal wartet schon der SC Werl auf uns. Ja. Nutzt den schönen Sonntag, geht raus oder ins Kino oder irgendwas. Und ja, bleibt geschmeidig. Bis dann, macht's gut. Auf Wiederhören.